Ja, hallo ihr Lieben. Heute sind wir hier wieder gemeinsam mit Kurt Tepperwein und wieder unter dem Motto Gespräch mit einem Freund. Und wir wollen heute zu einem bestimmten Thema wahrnehmen, nämlich dem Thema, mit dem sich schon die alten Philosophen beschäftigt haben, dem Sinn des Lebens, die Lebensabsicht. Herzlich willkommen, lieber Kurt. Vielen Dank. Hallo, sei gegrüßt. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, dann wollen wir doch ruhig mal gemeinsam hinschauen. Du hast ja Punkte notiert. Ich habe auch einige Dinge, die ich so wahrgenommen habe, notiert. Wolltest du zu dem Thema beginnen, was dir da. Machen. Also, wenn wir den Sinn des Lebens anschauen, dann haben wir ja zwei Institutionen, die unterschiedliche Sichtweisen haben. Der Verstand sagt, der Sinn des Lebens ist zu leben. Und die Weisheit des Bewusstseins sagt, stimmt, aber dazu musst du erst einmal erwachen. Solange du schläfst, träumst du ja nur vom Leben, anstatt zu leben. Und dann erkennen wir eben, das einzig Wichtige im Leben eines Menschen ist das Erwachen zu sich selbst. Erst damit beginnt sein Leben. Bis dahin schläft er nur und träumt nur vom Leben. Ja, das ist ein Punkt. Also das gibt eigentlich zwei Lebenswege, wie du sagst. Wessen Leben lebe ich? Die des Ich, der Illusion, des Traumes oder das wahre Selbst, wer ich wirklich bin, Bewusstsein? Ja, das Ich hat natürlich ganz andere Interessen als das Bewusstsein. Das Ich möchte gerne, dass es angenehm ist, dass es leicht ist, dass möglichst wenig zu tun ist, dass es gelobt wird dafür, dass es viel verdient und so weiter. Das alles interessiert das Bewusstsein überhaupt nicht. Das Bewusstsein will im Einklang mit dem Leben sein. Leicht und schwer gibt es da nicht. Das ist ja nur ein Urteil des Verstandes. Also das tut das, was zu tun ist, egal ob das dem Verstand leicht oder schwer erscheint. Das einzige Hindernis ist, ich kann nicht beide Wege gleichzeitig gehen. Ich muss mich also entscheiden, sonst zerreißt es mich. Und das Problem haben viele spirituelle Menschen, dass sie mit einem Bein im Ich sind und mit dem anderen Bein zum Bewusstsein, im Bewusstsein. Das zerreißt sie. Dann gehen die Wege auseinander. Das geht so nicht. Ich muss mich also entscheiden. Und das wäre vielleicht gut, während unseres Gespräches, dass die zuhören, gleich das vollziehen. Das heißt also, sich gleich entscheiden. Okay, wo gehöre ich denn hin? Und da sollte ich aber ganz sein. Also man kann sich das vorstellen wie eine Weggabelung und ich kann nicht mit einem Bein dort und mit dem anderen Bein dort stehen. Dann nicht sehr lange, dann geht es auseinander. Sehr schön, ja. Ja, also zu dem Punkt fällt mir nichts ein. Also das ist erstmal die Entscheidung. Also die Entscheidung jetzt, dass jeder bewusst vollzieht, letztlich ist natürlich das Erwachen das einzig Wesentliche. Das heißt, ich kann es nicht vermeiden. Es geht also nur darum, zu prüfen, bin ich jetzt bereit, aufzuwachen und den Schritt zu tun, oder brauche ich noch eine Weile meinen Schlaf? Dann träume ich eben weiter. Das ist dann bin ich aber in der Vorbereitung auf das Leben und nicht im Leben selber. Ja, das ist also diese pränatale Phase, die durchaus auch sein muss. Also genau wie die 9 Monate im Mutterleib, die du ja erwähnst, die müssen auch sein. Also wenn jemand jetzt noch nicht bereit ist, dann sollte man ihn nicht gewaltsam holen oder er sich selbst gewaltsam dahin bringen wollen. Ja, aber wenn er bereit ist, falls er bereit ist, kann er den nächsten Schritt tun. Nämlich dazu gehört, bewusst einzutreten in die eigene natürliche Vollkommenheit. Und das erscheint jetzt dem Verstand wieder, das ist kein Schritt, das ist ein langer Prozess und mit vielen Schritten und unendlich vielen Hindernissen. Und ob ich das in einem Leben schaffe, ist auch nicht gewiss und so weiter. Das ist die Sicht des Verstandes. Das Bewusstsein sagt, Moment, das ist nur ein einziger kleiner Schritt, der ist in ein paar Sekunden getan, nämlich macht man es doch gerade wieder, alles ja gleich vollziehen. Also ich erlebe einfach,
meine eigene natürliche Vollkommenheit bei allem, was ich gerade tue, indem ich das so vollkommen wie möglich tue. Ich muss nicht versuchen, besser zu sein, als ich kann, sondern nur am oberen Rand meiner Möglichkeiten, also so vollkommen wie möglich. Und dabei erlebt jeder ein Wunder, denn das verändert natürlich sofort sein So-Sein, seinen Schicksalsmagnet und damit seine Bestellung beim Leben. Und damit, allein mit diesem einen Schritt, den er ja sofort vollziehen kann, im Idealfall jetzt vollziehen kann, verwandelt ja, verzaubert sich sein ganzes Leben. Und wir erleben, wie das ganze Leben immer vollkommener wird. Und dann erinnern wir uns noch, dass der Verstand ja die Vorstellung hatte, Leben ist ein Problem, das ist nun mal so, ja, das sind laufend Schwierigkeiten, Probleme, Hindernisse und so weiter. Und auf einmal verschwinden die, weil ich eben in ein ganz anderes Leben eingetreten bin. Also dieses so vollkommen wie möglich bedeutet quasi, sich selbst als Maßstab nehmen, hast du ja schon oft erklärt. Ne? Also jetzt nicht sich selbst überholen oder im Vergleich zu anderen, sondern einfach das, was ich gerade tue, also auch vielleicht, wie sitze ich, das einfach so vollkommen wie möglich tun, egal was es gerade ist. Selbst ja, einen Schluck Wasser trinken. Aber auch nicht traurig sein, wenn ich meiner Meinung nach noch nicht so vollkommen kann, wie ich es mir vorstellen könnte. Das reicht völlig, so am oberen Rand zu sein meiner Möglichkeiten und das zu tun und gleichzeitig zu schauen, wie das mein ganzes Leben verzaubert. Also das würde ich sagen, das ist schon ein tolles Abenteuer, in das jeder jederzeit eintreten kann. Und das ist überhaupt eines der Dinge, dass wir nie mehr reinfallen auf unseren Verstand, der aus allem einen Prozess macht und das dauert und das sind viele Schritte. In Wirklichkeit, ich sage es noch einmal ganz deutlich, ist alles immer nur einen Schritt entfernt. Warum? Weil es ja unsere Wirklichkeit schon ist. Wir brauchen also nur wieder praktisch in die Wirklichkeit unseres wahren Seins einzutreten. Deswegen ist alles nur ein Schritt. Und das sollten wir uns bewusst machen, weil gewohnheitsgemäß kommt dann der Verstand, ja, das ist aber nicht leicht und das dauert und da sind ja Schwierigkeiten und ob ich das schaffe und so weiter. Also auch da muss ich mich wieder entscheiden, glaube ich jetzt meinem Verstand, dann gehe ich den Weg der Probleme oder glaube ich meinem erwachenden Bewusstsein, dann gehe ich den Weg der Freude, der Leichtigkeit. Und viele Menschen spüren ja, wenn sie eben in der Ich-Identifikation sind, dass es gar nicht ihr Leben ist. Also unser wahres Wesen ist ja, wir sind bereits vollkommen. Und alles drumherum, diese Involution, dieses Ego drumherum, ist ja das, was wir eigentlich nur loslassen müssen. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Punkt für sich jetzt noch, ne? Ja. Auf dem Weg zur Vollkommenheit. Aber da wir eben von unserem wahren Wesen her vollkommen sind, ist alles Unvollkommene unnatürlich und falsch. Und verursacht damit erst die ganzen menschlichen Probleme. Das heißt also, das muss ich mir bewusst machen. Wir lassen uns das durchgehen. Wir sagen, nobody is perfect und ja, man kann ja nicht alles immer optimal machen. Warum eigentlich nicht? Natürlich könnte man, da wir ja von unserem Wesen her vollkommen sind, könnten wir also auch alles vollkommen tun. Und das sollten wir uns bewusst machen, weil viele fragen sich, woher kommen eigentlich die ganzen Schwierigkeiten im Leben? Ist da irgendwo ein Seelenplan, dass da das Schicksal zugeschlagen hat oder der Zufall? Und dazu sollten wir uns bewusst machen, es gibt weder Glück noch Pech noch Zufall. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Und mein So-Sein ist die Ursache. Und mein Schicksal ist ein genaues Spiegelbild meines So-Seins aus. Und da kann ich jederzeit alles ändern. Und alles, was uns geschieht, ist dann ja quasi eine Botschaft. Also der Spiegel der Lebensumstände zeigt ja, wo ich nicht ich selbst war, wo ich nicht bei Bewusstsein war, weil es eben einfach dann die Botschaft ist, dass es nicht mein Leben ist. Also die Einladung, einfach zu Bewusstsein zu kommen.
Du hast gerade wieder ein großes Wort gelassen ausgesprochen, nämlich alles ist Botschaft. Manche glauben eben, ja, die Botschaft des Körpers zum Beispiel, aber auch die Sprache der Lebensumstände. Wie gesund bin ich, wie glücklich bin ich, wie wohlhabend bin ich. Alles ist eine Botschaft und entspricht meinem So-Sein. Also ich gebe es noch einmal ins Bewusstsein. Mein Schicksal ist ein Spiegelbild meines So-Seins. Und jede Veränderung meines So-Seins ändert natürlich sofort das Spiegelbild. Der Spiegel hat keine Entscheidungsfreiheit. Der spiegelt nur wieder, was da ist. Also, aber ich habe die Entscheidung, also jeder hat die Entscheidungsfreiheit, die Wahl, sein So-Sein zu verändern. Und dann muss der Spiegel folgen. Und das tut er auch ohne Zeitverzögerung. Und daraus ergibt sich eine interessante Möglichkeit, die mich immer wieder verblüfft. Selbst schon Situationen, die schiefgelaufen sind, ja, also Misserfolge und Verluste, kann ich noch jederzeit wieder wandeln in Gewinne, Erfolge, einfach indem ich wahrnehme, was ist dafür zu tun, was war die Ursache dafür und welche Ursache muss ich jetzt setzen, damit das rauskommt, was ich mir wünsche. Und dann setze ich die Ursache und dann das Spiegelbild wieder hat keine Wahl. Wenn ich die richtige Ursache gesetzt habe, dann erfolgt die entsprechende Wirkung. Das heißt also, eine Situation kann noch so schief gelaufen sein. Ich kann in katastrophalen Umständen leben. Ich habe immer das Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie sind krank, arbeitslos, obdachlos, Ihr Partner hat Sie verlassen und Sie haben Hunger. So, ja. Ja gut, ich muss irgendwo jetzt anfangen, aber das alles habe ich verursacht, sonst wäre es nicht da. Und das alles kann ich jederzeit ändern. Also nehme ich mal an, das, was mir am wichtigsten ist, ja, das ändere ich. Zum Beispiel, jetzt habe ich Hunger. Okay, also das ist mal das, vielleicht nicht das Wichtigste im Leben, aber das Dringendste. Ja, okay, also jetzt verursache ich einmal was zu essen. So, und da könnten wir uns auch nochmal bewusst machen, wie man verursacht natürlich. Und dann erkenne ich, ja, ich kann ja jederzeit alles ändern. Auf einmal wird das Leben wirklich eine Freude, weil egal wie verfahren die Situation ist, ich kann sie ja sofort wieder in Ordnung bringen, indem ich die entsprechenden Ursachen setze. Ja, also haben wir eigentlich diese permanente Ursache, unser So-Sein, also diesen Dauerauftrag. Auch da sollten wir das permanent optimieren als lebenslange Aufgabe. Also auch morgens quasi dieses energetische Kleidchen anziehen, genau wie wir uns anziehen, die Laune bewusst wählen. Aber eben auch, wenn etwas schiefgelaufen ist, können wir eben eingreifen und das wieder ins Ideal wandeln. Ja, und da kann ich doch beruhigt in die Zukunft sehen, ganz gleich, was da auf mich zukommt. Es gibt dann plötzlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder das ist okay, dann lehne ich mich zurück und genieße es. Oder das stimmt so nicht, dann sage ich, nee, so nicht. Und dann wird alles zur Chance zum Besseren, indem ich mir vorstelle, wie wäre das denn besser? Ich gehe ja immer noch einen Schritt weiter und sage, wie wäre das ideal? Ich gehe mal vom Ideal aus, man erreicht es vielleicht nicht gleich, aber als Ziel ist ideal wunderbar, da bin ich in der richtigen Richtung unterwegs und komme halt dem so nah wie möglich. So, und dann setze ich die entsprechende Ursache und dann erlebe ich immer wieder, ich bin heute noch begeistert, dass das Leben keine Wahl hat. Das macht dann genau das, was ich verursacht habe. Und das gehört ja auch eben zur Lebensabsicht zu erkennen, dass die Welt nur das Spiegelbild unseres So-Seins sind und dass wir darin eben unsere Vollkommenheit erkennen und uns auch als Schöpfer erkennen. Das ist ja dann einfach wieder dieses bewusste Eintauchen in unser wahres Selbst. Ja, mir einfach bewusst machen, mein So-Sein von heute ist mein Schicksal von morgen. Und damit bin ich in der Verantwortung, aber ich habe auch gleichzeitig den Schlüssel zur Veränderung in der Hand. Weil dann erkenne ich natürlich, ich kann es mir gar nicht leisten, schlecht gelaunt zu sein oder mich zu ärgern oder mich nicht wohl zu fühlen, weil ich damit eben eine entsprechend ärgerliche Zukunft verursache.
Und da haben viele im Ich, der Verstand hat dann die Ausrede, ja nun, ich kann ja nicht immer gut drauf sein. Die Umstände sind ja nun nicht immer so, dass man gut gelaunt sein könnte. Was mache ich denn, wenn was Ärgerliches passiert, dann ärgert man sich halt. Ja, aber dann muss man sich wieder bewusst machen, es gibt nichts Ärgerliches, ja, sondern das ist ein Urteil des Verstandes. Es gibt nur Situationen und die sind okay oder nicht. Wenn sie okay sind, genieße ich sie, wenn nicht, kann ich sie ändern. Also da ist nirgendwo ein Problem, das braucht keine Zeit, ich kann das sofort tun. Und das schafft so eine Souveränität, so eine Gelassenheit gegenüber dem Leben, weil, ja, weil ich ja alles in Ordnung bringen kann. Ja, und du sagst dazu ja immer, wir sollten nicht verkehrte Welt spielen. Also wir sollten nicht unsere Laune abhängig machen von den Umständen, sondern uns bewusst sein, dass wir mit unserem So-Sein, also auch der Laune, die Umstände bestimmen. Also nicht mehr den Schwanz mit dem Hund wedeln lassen, wie du ja auch so schön sagst, sondern also die Wirklichkeit erkennen, dass es genau umgekehrt ist. Ja, und so machen wir das ja oft. Aber das ist doch bei den meisten Menschen, erscheint ihnen ganz normal. Das wird gar nicht in Frage gestellt. Die Umstände, meine Laune ist ein Spiegelbild der Umstände. Aber andersrum wäre es richtig eben, meine Umstände sind ein Spiegelbild meiner Laune. Und meine Laune kann ich verändern. Und damit müssen sich die Umstände ändern. Ja, absolut. Du hast doch mal gesagt, das ist wie wenn das die Saat bestimmt die Ernte. Und es wäre wie wenn der Bauer eben sagt, schenk mir eine reiche Ernte, lieber Herrgott, dann sehe ich nächstes Jahr auch. Ne? Und wir müssen also erst sehen, und das ist diese geistige Ursache, zum Beispiel unser So-Sein optimieren oder die entsprechende Ursache setzen. Ganz genau. Und das erfordert praktisch, dass ich mein So-Sein ständig optimiere, weil das einfach mein Schicksalsmagnet ist. Und vor allen Dingen beginnt das damit, dass ich nicht mehr unbewusst, was wir eigentlich alle machen anfangs, Probleme, Mangel und Leid verursachen, obwohl ich die gar nicht haben will, aber die ganz sicher mir ein Leben schaffen, das ich eben nicht erleben möchte. Und deswegen diese Verantwortung übernehmen und mein So-Sein ständig optimieren. Das heißt, alle, die mich kennen, egal ob seit Jahrzehnten, wissen, ich bin einfach immer gut drauf, weil ich es mir nicht leisten kann, anders zu sein. Und ich habe mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert, das heißt also auch schon Jahrzehnte nicht mehr, damit ich keine ärgerliche Zukunft verursache. Und jetzt erlebe ich immer wieder erstaunt und verblüfft die eigentlich logische Konsequenz. Wenn ich also mein So-Sein in Ordnung halte, dann muss mir das Leben auch keine Botschaft mehr schicken, dass da was zu ändern ist. Das heißt, ich merke, auch Krankheiten verschwinden aus dem Leben. Ich habe jetzt schon einige Jahre nicht mal eine Erkältung gehabt, weil es keine Notwendigkeit gibt. Und das wird alles, das erscheint dann wunderbar und unglaublich. Und dann sagen die anderen, ja, okay, bei Ihnen kann ich mir das noch vorstellen, aber bei mir wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Aber doch, das kann natürlich jeder. Das Leben macht nicht Gesetze für mich und für die anderen, sondern das Gesetz von Ursache und Wirkung gilt praktisch für jeden. Und dann ist quasi ja auch, wenn man es zusammenfasst, was du ja auch öfter mal sagst, eben vom Opfer zum Schöpfer werden. Weil das eine ist eben das Opfer, ich bin abhängig von den Umständen, es gibt Schicksal, was auf mich einwirkt. Und das andere ist eben zu erkennen, ich bin jederzeit die Ursache, also ich setze die Ursache durch mein So-Sein, durch bewusste gute Laune, also durch diese Dinge. Und dann bin ich eben der Schöpfer meiner Welt. Und das ist, kann man ja sagen, das wollen wir auch erkennen hier in der Schule des Lebens, ein Teil davon. Ja, und natürlich die Hauptentscheidung ist in dieser Richtung, die Illusion, die Identifikation mit der Illusion des Ich zu beenden, weil damit verursache ich natürlich, solange ich in dieser Illusion lebe, ein Mensch zu sein, ziehe ich damit die ganz normalen menschlichen Probleme in mein Leben und bin ein Leben lang beschäftigt, die zu lösen. Und während ich die löse,
bin immer noch in der Illusion, dass ich verursache, ich laufe neue und dann bin ich ein Leben lang beschäftigt. Und wenn ich diese Identifikation mit der Illusion, dass ich beende, dann ziehe ich plötzlich nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in meinem Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Und dann verschwindet die ganze menschliche Problematik. Und das kann sich jemand, der im Verstand ist, überhaupt nicht vorstellen, dass wirklich dann dass die ganze menschliche Problematik verschwindet. Das ist so, wie wenn wir einen Albtraum haben. Wenn ich aufwache, muss ich jetzt nicht noch die ganzen Traumprobleme lösen, sondern die Seifenblase Traum ist geplatzt. Ich bin in meiner Realität und da spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Ja, das ist tatsächlich schwer vorstellbar für viele, aber da haben wir es ja wieder, das ist ja die Vorstellung, weil der Verstand es sich eben nicht vorstellen kann, dass Probleme sich einfach so auflösen. Aber die gibt es ja nur durch das Urteil des Verstandes, durch die Beurteilung, durch dieses Opfergefühl, dass ich eben Umstände habe, die mich beeinflussen, statt umgekehrt. Ja, ja. Du kannst ja mal die Probe aufs Exempel machen. Ich habe es gemacht, etliche Leute gefragt, wer bist du? Und die Antwort war immer die gleiche. Leichte Irritation, wie, wer bist du, ein Mensch, wie alle anderen auch, wir sind alle Menschen, wir sind alle irgendwann geboren worden, werden mit der Zeit älter und irgendwann sterben wir, das ist der Lauf der Dinge, aber wieso die Frage, das ist so selbstverständlich, dass das gar nicht in Frage gestellt wird und kaum einer kommt auf die Idee, dass das eben überhaupt nicht stimmt. Absolut, das ist so einprogrammiert und es wird dann auch zur Gewohnheit, wie du ja auch schon öfter gesagt hast, und dann diese Gewohnheit wieder zu erkennen und diese Kehrtwende machen, also diese Gabelung des Weges, die andere zu nehmen, das ist dann die Herausforderung. Ja, apropos Herausforderung, vielleicht sollten wir gerade mal jetzt noch einmal den Zuhörern sagen, wie sie das sofort beenden, die Identifikation mit der Illusion des Ich. Das heißt also, wir können diese Identifikation mit der Illusion des Ich sofort und zuverlässig beenden, indem wir uns ständig als Beobachter beim Leben zuschauen. Weil ganz klar, das, was ich beobachte, kann ich nicht sein. Das heißt also, in dem Moment, wo ich beobachte, habe ich den Stecker der Identifikation gezogen. Und das machen wir so, wie wenn der Computer hängt, dann starten wir einfach nochmal neu, ja, und Reset machen wir das auch mit unserem Leben und dann kann wieder der Verstand, ich glaube mir, ja, da schlage ich mich doch ein Leben lang mit rum, mit der Illusion, dass ich, das kann doch nicht so einfach sein, aber natürlich, wenn ich Beobachter bin, bin ich nicht mehr identifiziert mit dem, was ich beobachte, sondern das ist nun mal dann getrennt. Absolut, das ist ein guter Hinweis mit diesem Neustart. Das hast du auch mal geschrieben, machen Sie einfach einmal einen Neustart. Also wirklich nochmal von vorne und auch diese Frage stellen, wer bin ich? Also genau wie, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre oder einen neuen Job anfange, einfach mir nochmal die Frage stellen, wo bin ich, wer bin ich, was mache ich hier? Diese Frage, die ja einfach in Vergessenheit geraten ist. Ganz genau. Und sobald ich der bewusste Beobachter bin, komme ich eben noch ganz von selber wieder vom Denken zur Wahrnehmung. Und das merkt man gar nicht gleich, weil der Unterschied ist nicht gleich spürbar. Ob ich darüber nachdenke oder ob ich das wahrnehme, erscheint im Moment, wenn ich den Ausschnitt nehme, ziemlich eine gleiche Erfahrung. Ist aber ganz entgegengesetzt. Denn Denken ist von seiner Natur her fehlerhaft, weil der Verstand, der sein Bestes gibt, nur über eine begrenzte Lebenserfahrung verfügt. Aber die Wahrnehmung, das ist einem nicht gleich bewusst, die Wahrnehmung kann keine Fehler machen. So wie ein Spiegelbild keine Fehler machen kann, so kann die Wahrnehmung auch keinen Fehler machen. Die fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts, die zeigt nur absolut zuverlässig, so ist es aus. Das heißt also, wir haben mit dem gleichen Schritt, das wirklich nur ein Schritt ist, indem wir zum Beobachter werden, haben wir auch den Schritt getan vom Denken zur Wahrnehmung. Ja,
Absolut. Also über den Beobachter zur Wahrnehmung kommen. Und der Verstand kann ja nur das wissen, was in seinem Erfahrungsschatz ist. Also seit dieser Inkarnation, diese Erfahrungen, die gemacht wurden, natürlich auch die Bewertungen, Verletzungen. Und dann gibt es die Wahrnehmung, die einfach alles enthält. Das ist also die universelle Weisheit quasi, die Anbindung. Und das Tolle bei der Wahrnehmung ist, der Verstand ist leicht zu überfordern. Wenn ich da vieles gleichzeitig von ihm verlange, dann kapituliert er. Die Wahrnehmung kann nicht überfordert werden. Ob die eine Blume wahrnimmt oder das Universum, das ist der Wahrnehmung vollkommen gleich. Genau wie der Kamera. Ob sie eben einen kleinen Gegenstand fotografieren oder die ganze Welt, der Kamera ist das völlig gleich. Das eine ist genauso wie das andere. Also es hat so viele Vorteile. Aber jetzt kommt der entscheidende Schritt, den alle die bis hierher jetzt gefolgt sind, diesen Schritt meistens vergessen, nämlich ich muss mich entscheiden, ab jetzt in der Wahrnehmung zu bleiben und der Beobachter zu bleiben. Denn jeder einzelne Gedanke zieht mich ja sofort wieder in den Verstand, sonst könnte ich ja nicht denken. Und damit bin ich wieder im Ich und damit bin ich wieder in den alten Pantoffeln, in der Gewohnheit vertraut, aber eben begrenzt. Ja, und auch immer wieder dieser Hinweis, der vielleicht interessant ist, dass mit dem Beobachten, dass es da diese kleine Falle gibt, dass eben der Verstand sich nur vorstellt zu beobachten. Und dann greift das, was du gerade gesagt hast. Dann wird es nämlich anstrengend, weil der kann nicht mehrere Dinge auf einmal, wie die Wahrnehmung. Und da muss mich nur jemand ansprechen, während ich glaube, Beobachter zu sein. Und ich bin schon wieder raus. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass ich gar kein Beobachter war, sondern nur der Verstand sich das vorgestellt hat, sich also Ja, gespielt hat. aber der Verstand kommt jetzt natürlich an der Stelle und sagt, ja, Moment, also bei der Arbeit muss ich ja denken. Da muss ich ja sehen, was ich mache, muss überlegen, wie mache ich das jetzt, was ist denn überhaupt zu tun. Das ist so gewohnt, dass wir dadurch ganz leicht wieder die alten Pantoffel rutschen. Das habe ich schon 100 Mal gehört, die Frage. Und jedes Mal muss ich das Gleiche sagen. Alles, was der Verstand kann, kann die Wahrnehmung besser. Ja, das heißt also, ich kann doch genauso gut bei der Arbeit wahrnehmen, was ist jetzt zu tun und wahrnehmen, wie mache ich das am besten. Und dann mache ich eben nicht die Fehler, die der Verstand macht, sondern tue gleich das Richtige und bin in einer Weise effektiv bei der Wahrheit, die man sich gar nicht vorstellen kann, gewinne auf einmal Zeit, weil alles viel schneller fertig ist, weil ich keine Umwege mehr mache und die richtigen Entscheidungen treffe. Und deswegen sollten wir also uns das einmal bewusst machen, dass ich tatsächlich es nicht nur mir leisten kann, in der Meditation mal der Beobachter zu sein und in der Wahrnehmung zu sein. So, und jetzt muss ich, habe ich ja wieder zu tun, und jetzt muss ich wieder in den Verstand, sondern nein, dass ich wirklich ab jetzt mein Leben lebe als bewusster Beobachter und in der Wahrnehmung. Das ist ein sehr, sehr wichtiger, wertvoller Hinweis auch mit der Arbeit, weil auch das mal viel effektiver ist in der Wahrnehmung, weil der Verstand, der sagt dann, wie du auch oft sagst, ich habe 10 Dinge zu tun und dann sind diese 10 Dinge permanent in den Gedanken. Natürlich mache ich dann viel eher Fehler, dann brauche ich auch länger. In der Wahrnehmung ist ja nur eine Sache zu tun und bin ich fertig damit, zeigt sich die nächste, ich nehme wieder wahr, was ist jetzt zu tun, was ist jetzt zu tun und bin ich schnurstracks fertig, ohne das überhaupt gemerkt zu haben. Ne? Während der Verstand vielleicht noch mit 10 Aufgaben gleichzeitig in seinem Verstand jongliert, ne, und nicht weiterkommt. Ja, und der gerät dann natürlich in Stress, wenn er 10 Dinge gleichzeitig zu tun hat. Und das ist auch eine Erfahrung. In der Wahrnehmung gibt es nie wieder Stress, weil jetzt ist immer nur eine Sache zu tun. Es kann nie vorkommen, dass jetzt 2 Dinge gleichzeitig zu tun sind. Also Stress entsteht nur zwischen den beiden Ohren, kann man sagen, ne? Sag ich immer. Ja, aber es wird natürlich vorkommen, ist mir auch eine ganze Weile passiert, dass man doch wieder, selbst wenn man Beobachter ist und in der Wahrnehmung ist, dass man wieder in die alten Pantoffel rutscht und im Denken und im Tun ist oder in der Begeisterung, im Gespräch wieder im Ich ist und fühlt und reagiert und so weiter. Aber
zunehmend merkt man das immer schneller und man ist ja mit einem Schritt wieder der Beobachter. Das heißt also, sobald ich das merke, oh, jetzt bin ich aber wieder in der Begeisterung ins Tun gerutscht oder ins Ich gerutscht, dann mit einem Schritt bin ich ja wieder der Beobachter und in der Wahrnehmung und alles ist wieder in Ordnung. Ja, und das, was auch sehr interessant war, ist auch, was du eben erwähnt hast, dass eben es nicht ein Zustand sein sollte, den wir mal in der Meditation haben und dann wieder sagen, gut, jetzt bin ich wieder im Ich, jetzt lebe ich wieder mein Leben als Ich, sondern zu erkennen, dass das eigentlich der Zustand ist, wie wir gemeint sind. Also wir sollten eigentlich ständig wahrnehmen. Und es ist ja gar nicht der, also die Meditation ist auch sehr tiefgreifend, was du sagst. Wir sind eben nicht diese Menschen, die mal in der Meditation eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind ja diese geistigen Wesen. Wir sind ja Bewusstsein und machen eine menschliche Erfahrung. Also der Mensch ist die Manifestation quasi von Bewusstsein. Also eigentlich das Ganze umgekehrt zu sehen, das kann auch die Augen öffnen. Und viele kommen dann zu der Frage und sagen, ja, also wie komme ich denn in das Bewusstsein? Da muss ich immer sagen, überhaupt nicht. Sie sind das ja die ganze Zeit. Wie wollen Sie der werden, der Sie sind? Da gibt es keinen Weg, da braucht es keinen Weg. Also das ist als das Denken im Verstand. Der denkt immer darüber nach. Und dann sage ich auch immer, hören Sie doch auf, darüber nachzudenken. Erleben Sie es doch einfach. Dann erübrigen sich ja die Fragen. Dann wissen Sie das ja alles. Ja, absolut. Also es ist keine Verstandsfertigkeit, die ich jetzt noch gewinne, im Bewusstsein zu sein, sondern es ist im Gegenteil. Eigentlich erkennen, wer ich wirklich bin. Ja, und dann noch ein Schritt geschieht natürlich, den wir auch nicht gleich bemerken, mit diesem einen Schritt zum Beobachter zu kommen, in der Wahrnehmung, wir sind dann automatisch auch im Jetzt. Das heißt, der Verstand, das Ich ist in der Zeit. Ja, das treibt sich meistens in der Vergangenheit oder der Zukunft rum. Der Verstand denkt an die schwere Kindheit oder hätte ich doch damals das anders gemacht, dann wäre ich heute in einer anderen Situation. Oder wie kann ich denn mit dem Wandel der Welt zurechtkommen, die Aufgaben, die ja jetzt auf mich zukommen, dann macht er sich Sorgen. 80% der Sorgen, die er sich macht, die treffen nie ein, aber er macht sich eben Sorgen. Und das alles verschwindet, wenn ich mit dem einen Schritt zu beobachte, in der Wahrnehmung, weil ich kann nur wahrnehmen im Jetzt. Ich kann ja nicht vorhin wahrnehmen oder nachher. Also wahrnehmen geht nur jetzt und dann bin ich auch noch sofort im Jetzt. Und das ist, ja, dann bin ich plötzlich bei mir selbst angekommen. Das heißt, eine Sache, die ich dachte, das ist eine lebenslange Aufgabe, hat eine Minute gedauert. Ja, ich habe das vollzogen, die drei Schritte, zu leben als Beobachter, in die Wahrnehmung kommen und im Jetzt sein. Eigentlich ist das ein Schritt. Und genau genommen ist das nicht mal ein Schritt, sondern das alles bin ich ja. Es ist ja nur die Erinnerung wieder. Damit bin ich es wieder bewusst. Und wie lange könnte ich brauchen, um der zu werden, der ich ja bin? Also es braucht ja keine Zeit. Ja, und wie du immer so schön sagst, der Verstand macht sich Sorgen. Das sind eben keine. Es ist auf die Zukunft bezogen. Es gibt aber eigentlich nur das Jetzt. Und als Bewusstsein weiß ich ja, es gibt ohnehin immer, also jedes Problem enthält auch die Lösung, dieses innewohnende Ideal. Also als andere Seite der Vollkommenheit ist die Lösung ja enthalten. Ich muss sie gar nicht mir ausdenken, sondern es ist ja alles da, jederzeit im Jetzt. Ja. Wahrnehmbar. Der Verstand macht sich nicht nur Sorgen, sondern die Weisheit der Sprache macht uns dauernd aufmerksam. Wir sagen, ich habe mich geärgert über den. Der kann das nicht, der kann irgendwas machen. Aber ich sage immer, wenn die das nicht glauben können gleich, weil das so fassungslos ist, dann sage ich, ja, dann ärgern Sie mich doch mal ganz doll, ja? Oder beleidigen Sie mich mal, kränken Sie mich mal. Da merkt er, ja, was soll ich denn da machen? Das geht gar nicht. Das heißt also, niemand kann mich ärgern, beleidigen, kränken, sondern wie die Weisheit der Sprache sagt, ich muss mich ärgern, wenn Ärger da sein soll, sonst ist er gar nicht da. Es gibt nämlich keine ärgerliche Situation, sondern eine Situation ist einfach nur eine Situation. Und der Verstand stülpt da sein Urteil drüber und sagt, die ist jetzt ärgerlich. Dann habe ich eine ärgerliche Situation.
Oder zum Beispiel, wenn ich sage, immer wieder sagen die Menschen, ja nun, ich erlebe so viel, habe so viel Leid erlebt in meinem Leben, das hat mich so runtergezogen, das kann man ja nicht wegdenken oder einfach nur sich wünschen, dass das nicht mehr wäre. Dann sage ich, dann analysieren Sie doch gerade mal, schauen Sie mal hin, was ist denn eine Situation, wo man darunter leiden könnte? Hättest du gerade mal was, worunter man leiden könnte oder worunter ein Mensch leiden könnte? Ja, am häufigsten ist eben die schlimme Kindheit, ne? Also, dass ich vielleicht überkritische Eltern hatte, ne? Kann ja sein, oder ja, könnte eine, oder konkret kann es auch sein, der Vater ist Alkoholiker, ne? Gibt es auch oft, um das jetzt mal so zum Extrem zu bringen. Die Mutter drogenabhängig. Ja. Ja, okay. Das heißt, die sind halb außer Gefecht gesetzt, die können ihrer Aufgabe gar nicht gerecht werden. Okay, und jetzt sagt er so, und jetzt machen Sie mal, glauben Sie das mal weg oder was mache ich denn da als Kind? Ja, ich mache mir erstmal bewusst, wieso habe ich denn diese Eltern gewählt? Wieso habe ich diese Erfahrung gewählt mit den Eltern? Vielleicht habe ich die Erfahrung gewählt, um seelische Muskeln zu entwickeln, um sicherer zu werden, um mehr in mir zu ruhen. Und ja, aber wenn das zu viel wird, dann zerbreche ich ja daran. Okay, das ist eben der Trainingseffekt. Dann ist das zu früh. Aber ich mache mir bewusst, ich habe die Umstände meiner Inkarnation gewählt. Ich habe die Eltern gewählt. Und dann sagen die meisten, ich die nie. Also dann hätte ich mir ganz andere ausgesucht. Ja, sage ich, was denn für welche? Bequemere, angenehmere, ja, liebevoll, gütig, die mich verwöhnen und lieben über alles. Ja, das wünscht sich ein Ich natürlich, aber das verweichlicht höchstens. Das bringt uns ja keine Entwicklung. Das Ich will das natürlich am liebsten haben, aber das Sein möchte ja gerne erwachsen werden und reifen und bewusster werden. Und dazu brauche ich Hanteltraining, schwierigere Eltern, vielleicht ein Vater eben als Alkoholiker und so weiter. Und ich erzähle immer wieder die Geschichte von Einstein, der dann jetzt vor der Wahl stand. Also ich sollte wieder mal inkarnieren und sollte wieder mal in ein Leben gehen. Aber was könnte ich denn da wählen, wenn ich wieder meinen überragenden Verstand mitnehme? Ja, dann studiere ich wieder, dann werde ich wieder Wissenschaftler, dann kriege ich vielleicht wieder den Nobelpreis. Das hatten wir ja alles schon. Was wäre denn wichtiger? Und dann sagte er, ja, stimmt, wozu ich gar nicht gekommen bin in meinem letzten Leben als Einstein, das war meine seelische Entwicklung. Okay, dann wähle ich mir jetzt mal einen Körper, der schwerst behindert ist. Dann komme ich gar nicht erst in die Möglichkeit, in die Versuchung, einen Beruf zu ergreifen und für meinen Lebensunterhalt zu sorgen. Ich bin Pflegefall von Anfang an und konzentriere mich ganz auf meine seelische Entwicklung. Und dann wird er geboren als Zweistein und macht jetzt diese seelische Entwicklung. Und alle Menschen in der Umgebung sagen, mein Gott, das arme Kind, das hat ja nun gar keine Chance. Ja, das leidet ja nur still vor. Und dann die armen Eltern, die Belastung für die Eltern. Also, ach, also ich weiß nicht, ob ich dieser Aufgabe gewachsen wäre. Ja, und Zweistein sagt, das ist jetzt mein wichtigstes Leben. Jetzt mache ich endlich, habe ich endlich den Freiraum für die seelische Entwicklung, zu der ich bisher nicht gekommen bin. Das heißt, so sieht das aus unterschiedlichen Standpunkten ganz anders aus. Und dieses Thema vielleicht, also wenn es so viel ist, die Belastung zerbrechlich dran. Also eigentlich haben wir uns ja zugetraut, diese Aufgabe auch lösen zu können. Wir haben uns ja bewusst entschieden für die Inkarnation, für die Eltern. Und es war auch bewusst, dass wir da auch daraus hervorgehen können, ja, Ja, mit aber wir neuen haben ein Aspekten. Risiko gesehen, ich könnte unter Umständen überfordert sein und daran zerbrechen. Okay, dann lerne ich, wie gehe ich denn mit einer Situation um, in der ich überfordert werde? Wie komme ich da wieder raus? Wie verursache ich was? Und so weiter. Das ist ja wieder eine Chance zum Besseren und wieder ein Hanteltraining. Also
eigentlich, wenn wir genau hinschauen, alles ist gut so, wie es ist. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Also auch diese Gewissheit, dass alles tatsächlich gut ist, wie es ist und mir irgendwo dienlich war, dass ich jetzt der bin, der ich bin. Also diese, da stehe, wo ich jetzt stehe. Kennst du eigentlich die Geschichte von dem Kalif und seinem Großvisier? Mit alles ist gut, so wie es ist? Ich kenne nur die Geschichte mit dem Topf auf dem Kopf. Mit was? Mit diesem Krug voll Wasser, der auf den Kopf zu tragen war, die kenne ich. Okay, jetzt hätte ich dir eine andere. Also der Kalif schickte jedes Jahr seinen Großvezier zu einem Weisen, um eine neue Weisheit zu lernen, weil er musste ja regieren und hatte keine Zeit dafür, aber er wollte gleichzeitig eben auch mehr Weisheit haben. Und er freute sich schon jedes Mal wieder, wenn der Vezier wieder zurückkam. Und als es wieder soweit war und der Vezier kam zurück, sagte: Und was hast du mir diesmal für eine Weisheit mitgebracht? Und der Vezier sagte: Alles ist gut, so wie es ist. Naja, war der Kalif nicht so ganz glücklich, sagt: Okay, ja, und was noch? Dann sagt er: Alles ist gut, so wie es ist. Dann sagt er: Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, aber wo ist denn da die Weisheit? Der Kalif sagte immer nur: Alles ist gut, so wie es ist. Das hat den Kalif so aufgeregt, dass er den Großvezier ins Gefängnis werfen ließ. Ja, weil er sagte: Diesmal spinnt er wirklich jetzt. So. Und weil er so aufgeregt war, hat er gesagt: Okay, ich lasse mich gerade rasieren, und rief seinen Barbier. Und weil der Kalif so rumzappelte in seiner Aufregung, hatte ihn der Barbier hier und da geschnitten. Und da hat der Kalif den auch ins Gefängnis werfen lassen. Und jetzt war er noch aufgeregt, da ließ sich sein Pferd satteln und ritt einfach drauf los, ohne auf Weg und Steg zu achten, und kam ins Land der Menschenfresser. Und die fingen ihn ein und wollten ihn gerade fressen. Da sahen sie den Schnitt in seiner Wange von dem Barbier, und angewidert wandten sie sich ab. Sie fraßen nämlich nur makellose Menschen. Ja, haben ihn aufs Pferd gesetzt, den schicken wir schnell wieder nach Hause. Und der Kalif, glücklich nochmal davongekommen zu sein, ritt dann nach Hause und sagt: Also, da habe ich aber Glück gehabt. Jetzt verstehe ich endlich die Weisheit, dass das, wofür das gut ist, alles, was man ja gar nicht gleich sehen kann. Und ging dann sofort zu Hause angekommen, persönlich in den Kerker, machte den auf und entschuldigte sich bei seinem Kalifen, bei seinem Großvezier, und sagte: Entschuldige, dass ich dir so Unrecht getan habe in meinem Zorn. Aber der Großvezier sagte wieder nur: Alles ist gut, so wie es ist. Da sagte der Kalif: Hör mal, wenn ich nicht gerade noch so traurig wäre, könnte ich mich gerade schon wieder ärgern. Was soll denn jetzt daran gut sein, dass ich dich ungerechterweise ins Gefängnis geworfen habe? Nun, sagte der Großvezier, wenn du mich nicht hättest ins Gefängnis werfen lassen, wäre ich bei deinem Ritt selbstverständlich an deiner Seite gewesen. Und die Menschenfresser hätten mich gefressen, denn mein Körper ist makellos. Da erkannte der Kalif endlich: Ja, also jetzt versteht, also auch die Ungerechtigkeit hat ihren Sinn. Alles ist gut, so wie es ist. Wunderschöne Geschichte, ja. Verdeutlicht das sehr gut. Vielen Dank. Ja, wir können den nächsten Schritt angucken. Mhm. Erst als erwachtes Bewusstsein kann ich ja online gehen. Das heißt, da geht es ja erst los. Dann kann ich eins werden mit dem höchsten Bewusstsein, kann mich wieder von der universellen Weisheit führen lassen, erkenne die Antwort auf jede Frage, die Lösung für jede Aufgabe, den besten Weg, die richtigen Schritte und so weiter, und treffe vor allen Dingen nur noch richtige Entscheidungen. Kaum oder fast jeder kann sich vorstellen, wie dramatisch sich das Leben ändern würde, wenn man ab jetzt nur noch richtige Entscheidungen treffen würde. Aber genau das ist natürlich auf diese Weise möglich, indem wir ab sofort leben und handeln ständig im Mastermind. Wunderbar, klingt sehr einladend. Ja, sollte man tun.
können wir dann wieder irgendein Hindernis erkennen, weil da kommt der Verstand ja bestimmt wieder und sagt, ja, okay, wäre ideal, aber wie soll das denn gehen? Ja. Ja, das Hindernis ist einfach nur die Macht der Gewohnheit und der Glaube eben, das Opfer zu sein oder abhängig von Umständen. Oder eben, mir ist Unrecht geschehen in der Vergangenheit. Also einfach dieser ganze, alles, was an der Identifikation mit der Illusion des Ich zusammenhängt. Ganz genau. Aber wenn ich eben da rausgehe, bin online, dann erkenne ich ja, ich nehme ja wahr, die Wirklichkeit. Und dann sollte ich auf die Ich-Argumente nicht mehr reinfallen. Ach, ah ja, das ist auch noch eine Frage, die in dem Zusammenhang immer auftaucht, dass die dann sagen, ja, wie soll ich denn meinem Verstand das Denken abgewöhnen? Ja, da sage ich gar nicht, warum? Der kann doch ruhig weiterdenken. Wichtig ist, dass das nicht mehr Ihre Gedanken sind. Ja? Stellen Sie sich vor, der Verstand ist Ihr Freund, der Körper ist Ihr Freund und Ihre Freunde sind nicht immer Ihrer Meinung. Spielt ja keine Rolle. Also der Verstand kann ruhig sagen, also ich glaube nicht, dass das klappt, was du da vorhast. Sage ich, gut, dass du mich aufmerksam machst, schaue ich noch mal hin und nehme noch mal wahr, nee, das gibt keine Schwierigkeit, das geht in Ordnung. Oder, ah, da muss ich was tun, gut, dass du mir das gesagt hast, da nehme ich jetzt wahr, wo ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, dass ich da noch was ändern kann, dann wird das wieder eine Chance zum Besseren, dann tue ich das. Also, es ist völlig gleich, ich muss dem Verstand nicht das Denken abgewöhnen oder sich Sorgen zu machen oder sich zu ärgern. Der kann machen, was er will. Das ist ja nur ein Freund. Wichtig ist, dass ich das nicht tue, dass ich mich nicht damit identifiziere. Und damit bin ich ja frei davon. Ja, also eigentlich ist es perfektes Teamwork. Der Verstand kann mich ja durchaus hinweisen auf Themen und ich kann da ja hinschauen und wahrnehmen. Aber ich mache mir nie wieder zu eigen, was er denkt, also dass ich mich dafür halte und mich damit identifiziere. Also gehe in die Trennung. Es könnte ja auch sein, dass der mal recht hat und ja. Ich habe es wirklich nicht beachtet, weil ich nicht hingeschaut habe, weil das stellen sich auch viele vor, die sagen, wenn sie wahrnehmen können, sind sie ja allwissend. Da sage ich, na, überhaupt nicht. Ich nehme ja nur das wahr, worauf ich mein Bewusstsein richte. Das ist genau wie sie haben auf ihrem PC Google oder irgendeine andere Suchmaschine und die weiß alles, da könnten Sie alles aufrufen oder fast alles und da könnten Sie alles aufrufen, aber dadurch, dass Sie diese Suchmaschine auf Ihrem PC haben, sind Sie überhaupt nicht allwissend. Sie wissen nur das, was Sie aufrufen. Das wissen Sie dann allerdings. Ja, da hatte ich letztens einen interessanten Vergleich, also eben die Wahrnehmung ist wie Google, ich kann jederzeit nachschlagen und der Verstand, der kann ja nur ein Word-Dokument sein. Da kann ja nur das drinstehen, was reingeschrieben wurde. Geschrieben ist. Genau. Ja, sehr guter Vergleich. Ja. Ja, dann könnten wir den nächsten Schritt natürlich tun. Wenn wir bis hierher gefolgt sind, könnten wir bewusst eintreten in unseren vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Körper. Und da sagen viele, ja, wo ist der denn jetzt wieder? Ja, also machen wir uns bewusst, das ist der Körper, der mich durch alle Inkarnationen begleitet. Als ich noch zu Hause war und mich entschieden habe, hierher zu kommen, hatte ich ja auch einen Körper. Ich war ja nicht nur eine Wolke, sondern jeder hat einen Lichtkörper, ja, einen Energiekörper, der ewig ist. Der begleitet uns durch alle Inkarnationen und der kann weder krank werden, noch wird er mit der Zeit älter, der kann auch nicht sterben, der ist einfach immer. Aber in dem lebe ich ja ohnehin die ganze Zeit. Ich muss also wieder nichts ändern. Ich mache mir nur bewusst, ich spüre jetzt einmal meinen vollkommenen Lichtkörper. Da bin ich ja sowieso die ganze Zeit drin, das bin ich ja. Und jetzt passiert ein Wunder. Ein zweites Wunder, nämlich, wenn ich als dieser bewusste Lichtkörper mein Erdenkleid, also meinen physischen Körper, erfülle mit der Vollkommenheit meines wahren Seins, dann beginnt der physische Körper das wiederzuspiegeln als vollkommene Gesundheit, als Freude, Lebensfreude, als Vitalität und der wird auch deutlich langsamer altern und gesünder sein. Das heißt also,
ich sollte mir einfach nur bewusst machen, ich lebe ja die ganze Zeit in einem vollkommenen Lichtkörper. Und das wieder bewusst sein, damit das wirken kann. Ja, also nicht mehr mit dem Erdenkleid identifizieren, sondern eben im wahren Körper leben. Auch das ist eben die Illusion, das ist eben nur mein Erdenkleid, was ich hier brauche, um einzutauchen in diese Welt der Dualität, weil ich ja als reine Energie nicht handeln kann. Da bin ich ja eben nur Energie. Und das ist eben mein Erdenkleid, aber ich bin es nicht. Und das ist dann eigentlich schon die Heilung, ja, das zu erleben. Und wieder macht mich die Weisheit der Sprache aufmerksam, denn wir sagen ja, ich habe einen Körper. Ja, wer sagt das denn? Ja, das, was ich habe, kann ich ja nicht sein. Also bin ich der, der das sagt. Ich habe einen Körper. Ich bin der Besitzer, der Benutzer, der Träger dieses Körpers. Das bin ich. Und den muss ich, aber das bin ich ja die ganze Zeit. Ich muss es mir nur wieder bewusst machen. Und auch da habe ich immer das Beispiel, was vielen geholfen hat, das zu verstehen. Wieso ist das so wichtig, dass ich mir das bewusst mache, wenn ich das sowieso bin? Da habe ich gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind Millionär und durch einen Verkehrsunfall haben Sie das Gedächtnis verloren und Sie wachen im Krankenhaus auf und Sie sind immer noch Millionär, natürlich. Aber jetzt haben Sie nur das Geld, was Sie in der Tasche haben, 100 Euro, und Sie machen sich Sorgen, ja, wenn die weg sind und wo kriege ich was zu essen her und wie verdiene ich denn Geld, was kann ich denn, und Ihnen fällt da gar nicht groß was ein. Aber Sie sind noch immer Millionär. Sie brauchen sich ja nur wieder erinnern und dann können Sie sich zur Bank gehen und holen, verfügen also wieder über Ihre Millionen. Das heißt aber, solange Sie sich nicht erinnern, solange Ihnen das nicht bewusst ist, ist es wie nicht existent. Sie können darüber nicht verfügen. Ja, jetzt leuchtet es den meisten ein. Oder wie dieses andere schöne Märchen mit dem Bettler auf der Kiste, der einfach sein ganzes Leben auf einer Kiste saß und irgendwann kam einer vorbei und fragte, was ist denn in der Kiste? Und er sagt, das weiß ich nicht, kann mich nicht dran erinnern. Lass uns mal reingucken. Dann war die eben voller Gold. Ne? Also er war die ganze Leben lang Bettler, war aber eigentlich ein Reicher, ne? War also in der Fülle Wirklichkeit. Auch wusste es auch nicht mehr. Klasse. Ja. Und da sind wir beim nächsten Schritt noch, nämlich sich mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens vertraut machen. Ja, also wie kann ich das Spiel des Lebens spielen, ohne die Spielregeln zu kennen? Ich muss einfach mich damit vertraut machen, mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung, mit den Gesetzen des Erfolgs, dem Gesetz der Resonanz und so weiter. Und ja, und damit, wenn ich diese Gesetzmäßigkeiten kenne und befolge, damit wird mein Lebenserfolg unvermeidbar. Wunderbar, ja. Für jedes Spiel sollte man die Spielregeln kennen. Das gehört mit dazu. Eigentlich kann man ein Spiel nicht spielen, wenn man die Spielregeln nicht kennt. Ja, sehr schön. Ja, und interessant ist ja, das Leben wird dann ganz leicht. Also viele wünschen sich ja auch aus dem Ich heraus einfach, dass das Leben leicht ist und mühelos. Und das wird es ja tatsächlich in der Leichtigkeit des Seins, sobald wir all diese Dinge befolgen und wieder bei uns selbst ankommen, dann haben wir ja, dann ist ja alles ganz einfach, wie du immer so schön sagst. Naja, und das Schöne ist, dazu muss ich überhaupt nichts ändern, denn das bin ich ja schon die ganze Zeit. Der Schritt besteht also nur darin, mich nicht auf den Weg zu machen und irgendwas zu tun, sondern zu erkennen, das ist mein wahres Sein. Ja, das bin ich ja bereits. Und dann brauche ich gar nichts ändern. Ich hatte es nur vergessen. Ich erinnere mich wieder und das braucht überhaupt keine Zeit. Und dann bin ich bei mir angekommen. Und das Ergebnis könnte sein, ich lebe, sobald ich mich wieder erinnere, als Little Buddha im Alltag. Ja, wunderschön, ich bin wieder in meiner natürlichen Vollkommenheit, lebe als Meister. Ich höre einfach auf, unerleuchtet zu sein. Ich war wieder Millionär. Ich war ja die ganze Zeit erleuchtet. Ich hatte es nur vergessen. Ja, ich erinnere mich wieder. Und dazu gehört auch, lebe bewusst als der Unsterbliche, der ich ja bin. Da stolpert gern der Verstand drüber und sagt, Moment, also jetzt geht's aber los von wegen unsterblich. Also wir müssen alle irgendwann einmal.
Und dann sage ich meinem Verstand, wenn er mit sowas kommt, ja, du schon, ich nicht. Ja, du bist geboren worden irgendwann hier am Anfang dieser Schulzeit und am Ende der Schulzeit, dann stirbst du, dann zerfällst du wieder zu Staub, aus dem du gemacht bist. Aber ich habe vorher gelebt, ich lebe während der Schulzeit und wenn ich am Ende der Schulzeit nach Hause gehe, lebe ich immer noch. Ich bin ewiges Sein. Ja, ich bin unsterblich. Ja, das kann er sich nicht vorstellen, weil das außerhalb seiner Erfahrung ist. Er ist ja nicht unsterblich. Er kennt auch keinen, der unsterblich ist. Er ist ja in dieser Begrenzung des Ichs und alle Ich sind nun mal scheinbar sterblich. Aber sobald ich eben zu mir selbst erwacht bin, lebe ich wieder bewusst als der Unsterbliche, der ich ja bin. Ja, und viele fragen ja, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen an den Anfang, viele fragen ja, warum dieses ganze Spiel? Also wenn ich vollkommenes Sein bin, warum trete ich überhaupt ein in eine unvollkommene Welt? Das sollten wir vielleicht auch noch mal sagen. Das ist ja der Ausgangspunkt, dass Vollkommenheit sich in der Vollkommenheit nicht erkennen kann. Es gibt keinen Spiegel, wie du so schön sagst, weil wenn alles vollkommen ist, ich habe ja keinen Vergleich. Ja? Und dafür brauche ich dann diese Dualität, diese duale Welt und trete dort ein. So kann man es eigentlich in Kurzfassung nennen. Du sagst ja von der unbewussten Vollkommenheit über die bewusste Unvollkommenheit des Menschseins, der ja auch sagt, nobody is perfect, ich bin also bewusst unvollkommen, dann wieder zur bewussten Vollkommenheit, dass ich also über die Dualität neue Aspekte meiner Vollkommenheit bewusst erfahre. Ja, das ist, glaube ich, auch vielen nicht so einleuchtend. Ganz sicher. Und jetzt kam ein spitzfindiger Verstand auf die Frage und sagte, ja, wieso hat das vollkommene Bewusstsein überhaupt die Motivation, das zu erfahren? Dann ist es doch nicht so vollkommen. Stimmt, habe ich gesagt, genau. Da fehlt eben noch die Erfahrung der Vollkommenheit und die gehört auch zur Vollkommenheit und deswegen möchtest du die Vollkommenheit auch erfahren, aber das geht in der Vollkommenheit nicht. Dazu brauche ich den Spiegel der Unvollkommenheit, das Anderssein, damit ich die Vollkommenheit erkennen kann. Ja, jede Intelligenz möchte sich erfahren. Ne? Das ist einfach so der Punkt. Das ist jetzt keine Unvollkommenheit in dem Sinne, sondern ich möchte mich einfach erfahren. Das ist einfach die Natur der Intelligenz. Ja, und wenn ich diese Schritte alle vollzogen habe, dann habe ich meine geistige Geburt vollendet. Das heißt, jetzt erst bin ich bereit für das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens, das gerade begonnen hat. Und dann bleibt nur noch eine letzte Aufgabe, Chance zu sein für andere, die bereit sind aufzuwachen, aber den Weg noch nicht gefunden haben. Wunderschön. Und erst dann sollte man betonen, ich hebe meinen Blick erst, wenn ich mich als Aufgabe gelöst habe. Das eben ist ja auch wichtig. Ne? Und wenn ich dann tatsächlich noch einmal die Schule des Lebens besuche, dann als Lehrer und Meister. Wunderschön. Ich glaube, dem können wir nichts hinzufügen. Ja. Ja. Das ist das Ziel. Und noch einmal, das alles sind wir bereits. Also das ganze Geheimnis ist, ich brauche mich nur wieder zu erinnern. Das braucht keine Zeit, das ist kein Prozess, das ist jederzeit möglich. Und jetzt liegt es in der Hand eines jeden Einzelnen, der zugehört hat, wann er bereit ist für dieses faszinierende Abenteuer seines wahren Lebens. Wunderschön. Danke, lieber Kurt, fürs Hinschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch, freue mich schon auf das nächste Gespräch.